Moin Leute, hier ist wieder der Dicke und wir machen direkt weiter mit der Ladder. Wir haben immer noch morgens, also ich habe die Parts jetzt so mehr oder weniger direkt hintereinander aufgenommen und ja, wir haben vorher einen Zerg und einen Terraner-Platt gemacht. Beide mehr oder weniger mit Immortals und mit Sentry Support. Und oh, wir haben auch schon wieder direkt das nächste Game gegen wieder einen Terraner. Wieder auf König Sejong Station. Und ja, eigentlich könnte man ja mal Blinkstalker spielen wieder, obwohl, na, irgendwie Blinkstalker, ich finde die, also immer gegen Terraner so ein Risiko, also entweder man macht's voll platt oder man kriegt gar nichts geschissen und, na, ich glaube, ich mach diesmal wieder Mars im Mord, mal gucken, vielleicht auch irgendwie Storm First oder irgendwie sowas, irgendwie, ja, wird wahrscheinlich eh wieder darauf hinauslaufen, dass ich wieder Standard Koloss spiele oder sowas. Weil es mehr oder weniger mein Standardbild ist und ja, ich spiele mein Standardbild häufig. Ja, das hat jetzt sehr viel Sinn ergeben, ich weiß, aber ja, ich bin immer noch relativ müde. Also ich wollte eigentlich schlafen gehen, aber irgendwie dachte ich mir, naja, lohnt sich jetzt eh nicht mehr. Und dann mache ich halt auch eine Aufnahmesession. Vielleicht ein paar mehr Videos sogar. Also mehr als diese beiden. Vielleicht mache ich meine komplette Festplatte voll, wer weiß. Ja, dann werden wir wieder bei 13 unser Gate sitzen und dann mal rüber marschieren. Unser Gate setzen wir diesmal vorne. Man soll es ja eigentlich eher so an der Seite setzen oder so. Damit, wenn so ein Marine SCV All-In kommt, man nicht hier mit Bunkern irgendwie direkt die Produktionsgebäude belagern kann. Weil das kann in manchen Fällen echt ärgerlich werden. Aber nun ja. Wenn wir unten jetzt am Pfeil hinsetzen. Gut. Gas haben wir auch genommen. Wieder unseren Standard-Quantity-Kern. Ja, alles eigentlich Standard. Also, ich weiß auch gar nicht, warum ich das in jedem Video immer wieder neu erzähle. Oh. Oh. Ups, yep. Also irgendwie, das war jetzt komisch, weil, irgendwie habe ich das Gefühl, dass irgendwo noch mehr Baracken stehen. Aber nun ja, werden wir mal sehen. Also Barracks waren jedenfalls Standard-Timing. Mache ich jetzt ein Zealot und werde gleich dann trotzdem mal meine Echse setzen. Meiner Mutterschiffkern, falls denn irgendwie eine Lage eskalieren sollte, kann ich dann immer noch Photon overchargen. Bitte block mich nicht. Hab ich jetzt eigentlich gar keinen Bock drauf. Gut, danke. Okay, dann machen wir jetzt direkt einen Mutterschiffkern gegen Marine SCV Ollen. Und hoffen darauf, dass der nicht kommt. Machen wir einen Pylonen hier oben hin. Damit wir nicht direkt da irgendwie alles verlieren, falls so einer kommt, aber ja, er spottet ihn auch direkt, also er weiß vielleicht, wenn er Skill hat, wo dann anzugreifen ist, nämlich genau hier oben, weil er außerhalb der Nexus Range ist. Gut, hier ist nichts, das ist schön. Wir könnten jetzt einmal rüberlaufen und ja, ich scoute mal nach einer Echse. Auf gut Glück, dass da jetzt keine Marines anhoppeln. Wenn wir auch noch direkt einen Sentry hinterher schmeißen. Nehmen das nächste Gas. Und wir dann anfangen, unsere Exe zu saturieren. Ups. Okay. Oh. Wieder gerade hingeliftet. Nice. Das heißt, er hat seine eigene Echse durch Bauen auf dem Highground komplett delayed. Und vielleicht hat er irgendwie ein Mindgame beabsichtigt oder sowas. Ja, das haben wir dann damit auch erledigt. Ja, wir können eigentlich mit dem Stalker ein bisschen poken vorne. Haben wir noch irgendwas? Nö. Nichts Besonderes.
Machen wir noch weiter. Belohnen. Mal gucken, ob er gleich dann einen Bunker stehen hat. Wenn nicht, dann zwingen wir ihn damit sozusagen, mit dem Stalker, sich einen Bunker anzuschaffen. Ja, ich habe dreimal gedrückt. Gut. Ich werde Standard spielen, einfach nur so. Warum nicht? Er könnte jetzt einige Marines verlieren, wenn er, ups, sich keinen Bunker zulegt. Sehen wir alle da vorne. Stalker geht kurz gucken. Ups. Gehen wir mal von der unteren Seite. Ja, dann schießt sie mir nachher noch die Marines weg, weil er nicht aufpasst. Er hat unser Sock ein paar HP verloren, aber ist ja nicht so schlimm. Und dann werden wir jetzt doch tatsächlich mal auf Storm gehen, weil ich nichts anderes befürchte. Charge holen wir uns auch. Und weil wir auf Storm gehen, brauchen wir unbedingt mindestens eine Forge. Ich mache jetzt einfach nur, keine Ahnung warum, ich mache einfach Double Forge. Weil, wieso auch nicht, ehrlich gesagt. Auch noch auf einen Hotkey drauf und dann werden wir weitere Gates machen, weitere Observer auch noch machen wir jetzt zwei HTs. Aus dem Warp Prism. Okay, also er saturiert seine Exe schon recht gut. Nehmen wir jetzt schon mal die Arbeit darüber und schicken direkt ans Gas. Gucken wir mit unserem Server einmal, wie weit sein anderes Zeug ist. Und wo sind seine Einheiten? Gut, also die Einheiten, die dürfen jetzt auf keinen Fall uns da irgendwie töten, während wir gerade Storm erforschen. Das wäre fatal. Deswegen campen wir hier mehr oder weniger mit unseren Observer. Und mein Gott, sind da viele SCVs. Alter, das wäre jetzt eigentlich super, da jetzt einmal reinzuschlunzen. Ja, wir gehen einfach mal. Hier machen wir zwei Cannons hin zu Drop Defense. Hier machen wir ein HT hin und hier machen wir zwei Cannons und ein HT hin. Okay. Also die ersten beiden haben Storm. Haben wir einige Arbeiter getötet. Das ist schon mal geil. Und wir haben viel zu wenig Gates. Ist mal wieder so typisch. Darf eigentlich nicht passieren. Jetzt kommen wir einmal von unten. Gut, das waren teure Frog Prison, dürfen auf keinen Fall verlieren. Machen wir weitere Immortal. Außerdem erforschen wir noch die nächsten Upgrades. Ups. Was ist mit der Sonne? Ach, die kommt noch nicht durch, natürlich.
müssen den Gate canceln einfach. Passt ja, das ist ja nicht so schlimm. Machen wir außerdem eine nächste Robo und eine Robo Bay. Ups. Darkschwein nehmen wir auch noch. Ach, fuck. Hat die sich schon wieder eingesperrt, meine Fresse. Egal, jetzt schicken wir mal einen Zealot dahin und einen Zealot. Wo ist denn der Watchtower? Ah, da ist er. Und einen nochmal random durch die Gegend. Dabei geht man da dahin. Oh, fuck! Nein, komm, du kommst weg, bitte. Boah, das war irgendwie eine Schrecksekunde. Und wir haben natürlich mal wieder zu wenig Pylonen. Naja, auch nicht so schlimm. Einer hat hier auch noch dahin. Immer alles zur Absicherung. Unbedingt Warp Prism und Observer Speed dahinterher. Gucken wir mal, wo sein Zeug ist gleich. Dann könnten wir das ja vielleicht auch stormen. Ist ja natürlich auch möglich. Oh. Nicht cool. Gar nicht cool. Ist das schneller als sie oder ist das gleich schnell? Ich glaube, das ist sogar gleich schnell. Muss am patrouillieren. Okay. Einverstanden. Wenn wir das einfach gleich mal abschießen. Dann holen wir uns den nächsten Upgrades. Wir werden dann gleich noch ein nächstes Warp Prism machen. Ups. Da brauchen wir noch weitere Kolosse und hier ein Warp Prism. Warte gerade, wo ist der Viking hin? Blink holen wir uns auch noch. Kann ja auch nicht schaden. Ups, naja, wir wollen keine weitere Sonde. Die ATs, die machen jetzt Stress. Ein Storm dahin und ein Storm dahin. Und noch ein Storm dahin und noch ein Storm dahin. Okay, die ersten beiden von meinem Warp Prism, die haben jetzt Storm. Das muss man sich immer merken. Das ist wichtig. Okay, jetzt warte ich eigentlich nur auf seine Armee, die ich dann stormen kann. Oh, da ist sein Zeug, okay. Okay, ich hab seine Armee gar nicht rausmoven sehen, aber nun ja. Auch gut. Blink ist noch nicht fertig. Wir warten jetzt einfach weiter rein und ja, werden da jetzt einmal drüber latschen. Kann ja nicht mehr viel passieren, ehrlich gesagt. Ja, da können wir einfach A-Klick rein und dann war's das. Nuklearer Abschuss festgestellt. Aber nun ja, da ist der Ghost, das war der Ghost.
Und ja, dann werden wir jetzt einfach weiter Tees reinwarpen. Weil uns kann eh nichts mehr passieren. Nun ja, das hätte auf jeden Fall geholfen, bessere EMPs zu setzen. Aber nun ja, ich weiß auch gar nicht, warum das System uns in Platin einstuft. Es ist keine Ahnung, wie gewinnen wir so gut wie alle Spiele. Also verstehe ich das ehrlich gesagt nicht. Naja, wir gucken mal. Er spielt hauptsächlich eigentlich Zerg. Und ja, sonst, ja, Terraner gegen Prodos, 33%, okay. Wir haben ihn gerade von 50% auf 33% runtergebuttert. Ja, aber naja, wir gucken mal, wie wir wieder aufsteigen. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, irgendwie. Im Grunde, was soll man so in den Pausen sagen? Ja, spielbereit. Danke, bitte. Und wir kriegen einen, ja, Zufallsgegner. Interessant. Und zwar ein Unranked, wie es scheint. Wenn wir jetzt ja, relativ safe spielen, Eingeld-Echse. Ja, relativ safe, Eingeld-Echse, genau. Wir werden erstmal ein Gate bauen und dann nachher gucken. So geht's natürlich auch. Nehme ich gerne an den Freerin. Ja, war wahrscheinlich erst sein erstes Spiel und. Also sein erstes Spiel, um wieder gematcht zu werden, und er hatte einfach keinen Bock auf. Ja, einfach keinen Bock, irgendwie das Spiel zu spielen, weil es eben eh keine Punkte bringt, aber naja, wer weiß. Ja, im Grunde, wir waren nicht supply-blocked und wir hatten auch nicht so viele Ressourcen im Stand. Also, das war schon ein gutes Spiel. Ja, Freerins nehme ich eigentlich immer dankend an, obwohl sie mir im Grunde im Endeffekt nichts bringen. Weil ich kann genauso gut irgendwie 10 Minuten spielen und dann gewinnen oder verlieren. Also irgendwann komme ich sowieso auf mein Level. Dann es ist nur, ja, es spart ein wenig Zeit. Machen wir direkt auf den nächsten Gegner. Wir können ja mal gucken, gegen wen unsere anderen Gegner die ganze Zeit gespielt haben. Barcodes, Unranked, interessant. Und gegen Goldspieler, super. Ist ja perfekt für uns natürlich. Ah, ja, irgendwie. Keine Ahnung. Irgendwie, weil ich sehe Masterspieler, die haben 19 Spiele gemacht und befinden sich auf Low GM-Bereich. Also, oh, das ist doch schon besser. Ein Diamantspieler, toll. Aber wenn man so bedenkt, dass wir letzte Season auch gegen 1-2 Master gespielt haben, ist das doch schon ziemlich erbärmlich. Foxtrot Labor, auch eine neue Map. Alles ziemlich quetscheng. Wir haben hier unten eine Echse, die relativ angreifbar ist von zwei Seiten. Forge Expand ist möglich, aber gegen Zerg nicht unbedingt das Wahre hier. Auf dieser Map kann man nicht übereinander spawnen. Keine solche Spawn-Locations. Weil das wäre ja auch ein bisschen immer, man geht hier runter, geht noch eine Runde darum runter, eine wieder hoch und man ist an der Ecke, man ist beim Gegner. Andersrum, okay, ja so. Hier sieht das jetzt auch nicht unbedingt anders aus, man läuft eine runter, eine hoch, man ist da. Ja, mehr oder weniger. Aber ja, die Map ist einfach ziemlich klein, man sieht hier, wie fett mein Bildschirm jetzt gerade die Map ausfüllt. Also man hat so 1, 2, 3, 4, ja 4,5 Bildschirme und das war die Map. Also sicherlich für PvP keine großen Koloss-Archon-Schlachten hier möglich, weil sowieso alle auf Tempest gehen werden. Und ich kann die Dinger immer noch nicht leiden. Habe ich aber schon genug drüber abgeflamed, also werde ich das jetzt erstmal sein lassen hier. Und wir gehen nach links scouten, weil er ja oben nicht spawnen kann. Nehmen wir auch direkt Gas. Eigentlich
eignet sich die Map ja perfekt für so wie ein Salad Rush. Weil man ja im Grunde instant da ist. Aber wir werden, falls wir denn ihn überhaupt beim ersten scouten werden, werden wir erstmal nachgucken, ob wir so einen, ja, eingehen können. Wenn wir jetzt hier alles voll saturieren. Und hier ist noch nichts zu sehen von ihm. Und er ist natürlich oben. Wo soll er denn auch sonst sein? Der zweite Gas werde ich auf keinen Fall nehmen. Voll. Mach ich nicht. Brauche ich weitere Sonden. Und dann den Salad. Möhn müsste ja eigentlich schon gespawnt sein. 100 Gas hat er abgeerntet, okay. Ach, verdammt, ich hab vergessen, meine Sonde runterzuschicken. Aber ich denke mal, da ist kein Block. Perfekt. Oh, pfui, pfui. Naja, egal, wir haben alles gesehen, was wir sehen wollten. Okay, das Follow-up wäre jetzt nicht schlecht gewesen, aber. Man braucht ja nicht alles. Der SCV geht nach oben links und geht wieder weg. Okay. Ja, Mutterschiff King geht jetzt nach oben. Was ist das denn? Ein Putzwort, okay. Auch interessant. Fast. Mothership Core schicken wir auch patrouillieren, damit er sofort losmoven kann. Weil der braucht immer so eine kleine Beschleunigungszeit und damit überbrückt man die. Kann man einfach irgendeine Richtung drücken. Ah, da ist der Reaper da oben, links. Darf ich wieder jetzt den Reaper verlieren. Und das ist ein Trade, den ich immer eingehen würde. Aber jetzt einen. Ja, eine Sonne weniger, aber das stört uns nicht. Er hat keine Ahnung, was wir machen. Und ja, das ist im Grunde, wie Pro das funktioniert. Mehr oder weniger. Machen wir jetzt hier noch einen Pylon hin, um unsere Gates noch ein bisschen weiter auszuleuchten. Unser Mutterschiffkern folgt dem Stalker. Der ist zu Land ein wenig schneller. Obwohl der Mutterschiffkern fliegen kann. Auch über Hindernisse etc. Oh, nice, netter Bunker. Auch cool sowas. Ups, Alter. Ja, also ein bisschen Schaden gegen Marine Kills kann man eigentlich schon eingehen. So ein Trade. Gucken, was sich nochmal rauslocken lässt. Wer weiß. Ups. Ups, nein. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Naja, egal, nicht so schlimm. Bauen wir den einfach nochmal. Okay, wir haben vergessen, unsere Tech-Gebäude zu setzen. Das ist natürlich super. Nein, 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 nein. Kann man das nicht abbrechen? Natürlich. Ja. Dann werden wir ihn weiter unter Druck setzen, einfach. Mal so ein paar Grades einhalten, snackt man sich gerne eigentlich als Protoss. Kann man sich eigentlich immer gönnen. Ein Charge nehmen wir.
Ups. Ja, ich bin gerade wieder ein bisschen ruhig. Das liegt einfach daran, dass ich so ein bisschen, ja, mich konzentriere. Jetzt haben wir noch ein paar mehr Stalker, jetzt können wir noch mehr Stress machen. Ups, nope. Was ist hiermit? Ja, da sind nur Marines drin, das ist gut. Ah, na toll. Kein Supply. Scheiße. Fuck my life. Ist aber immer ganz nett, so ein bisschen mit Stalkern rumzupoken. Das kann einem wirklich weiterhelfen, mehr oder weniger. Ups, ja, jetzt hat das stimmt. Jetzt habe ich ein Problem. Wenn wir uns jetzt einfach hier unten verstecken. Denn er scheint hochzulaufen. Er wollte uns jetzt eigentlich austricksen. Aber nun ja. Ups. Machen wir Zeug jetzt. Ups. Ja, und die wegkriegen wir auch noch. Oder? Ach, shit. Nun ja, egal. Ja, da müssen wir jetzt die Rocks mal wegmachen und machen wir jetzt noch ein Warp Prism. Ich setze immer meine Shifts, setze ich immer komplett falsch. Shift-Befehle. So. Das müsste auch bald fertig sein. Und dann denke ich mal, können wir direkt Go machen. Die ganzen Viecher kommen dazu. Oh, was macht das Rock Prism da? Oh. Okay. Haben wir auch schon den ersten Flamer.
Ja, und ja, ganz vergessen zu kommentieren irgendwie. Ja, ich meine, ja. Ich meine, ja, was gibt's da noch zu sagen? Im Grunde, man hat's ja gesehen. Keine Ahnung, irgendwie verliere ich immer wieder den Faden, aber nun ja, es reicht ja. 40 Punkte. Ich glaube, der ist jetzt sauer, der hat wahrscheinlich ordentlich Punkte verloren. 6 Punkte. Geht ja, aber ne, er hatte 7 Stunden Bonuspool gefarmt. 7 Stunden Bonuspool, wie viel ist denn das? Keine Ahnung, habe ich jetzt gerade keine Lust nachzugucken. Ich glaube, man kriegt irgendwie alle 1,5 Stunden Punkt. Also, ja, hat er vielleicht minus. Dann hätte er aber nur minus 10 Punkte verloren. Ich glaube, der hat ein bisschen mehr verloren. Und dann spielen wir gegen den nächsten. Allerdings diesmal ein Zufall wieder. Was heißt wieder? Ja, der letzte, der. Gegen den haben wir ja nicht wirklich gespielt. Good luck, have fun. Und ja, wieder auf Sejong Station. Würde mich nicht wundern, wenn da jetzt wieder Terraner ist. Haben wir das dritte Szenario in 5 Spielen nochmal. Ja, dann haben wir das dritte Szenario. Das dritte selbe Szenario in 5 Spielen. Ja, dann werden wir jetzt gleich wieder unseren neuner Pylon setzen. Und ja, ich glaube, ich gehe direkt mal scouten. Weil, ja, ich meine, das ist Zufall. Wenn da jetzt ein Sixpool kommt, dann könnte ich nämlich schön auf Fresse fliegen. Und wenn ich auf Fresse fliege, dann will ich wenigstens vorher wissen, dass ich auf Fresse fliege. Also gehe ich jetzt scouten. Genau, ein bisschen abwechseln mit den Mineralien-Patches. Der ist da weggegangen. Ah, aber egal. Passt. Aber jetzt fehlen uns eigentlich ziemlich viele Mineralien. Ja, man merkt's auch. Wir hätten zu diesem Zeitpunkt eigentlich so 30 mehr. Oder noch mehr. Keine Ahnung. Aber nun ja. Boah, wir kommen's ja noch nicht mal. Ja, da haben wir unseren Zerg. Wir haben jetzt die ganze Zeit so ein bisschen rumpoken. Und ja, das ist ein Hedge First, das heißt, wir werden da jetzt gleich einen Pylon hinsetzen und ihn mal dazu zwingen, ein paar Arbeiter zu ziehen. Was? Kein Hedge First? Was ist da los? Oder der hat einfach nur sein Timing verkackt mit dem Pool. Oder er hat keine Ahnung, wie man Zerg spielt, das geht auch. Oder macht gleich irgendwie so einen random Drone Rush oder sowas. Ganz fancy. okay. Vielleicht hat er auch bei mir irgendwo eine Hedge hingepflanzt, das könnte ja auch sein. Finde ich auch ganz interessant. Ganz ehrlich, was macht er? Ist sie falsch platziert oder sitzt sie perfekt? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, die ist perfekt. Mal gucken, ob er denn überhaupt sich einen Pool nimmt. Ja. Ein bisschen spät vielleicht, aber sonst okay. Jedem das seine. Dann werden wir jetzt mal. Ah, einfach mal waschen. Oh, natürlich. Lol. Das wird ihm nicht viel bringen, aber ja. Also meinetwegen vorgehte ich jetzt auch. Könnte ich auch machen. Wieder nämlich komplett auf Fresse fliegen. Er lässt sie durchkommen, lol. Was macht er? Mach noch ein zweites Gate. Ah, toll. Warum auch immer ich jetzt Chrono boostet habe. Ich weiß es nicht. So ein 3-Gate-Pressure, der ihn wahrscheinlich töten wird. Und wir sehen, da kommen jetzt gleich Zerklinge. Das heißt, wir gehen mal ganz schnell weg hier. Und werden mit dem Stalker hier alles aufräumen.
toll. Ach, schon wieder keine Pylons. Ach Gott, das war jetzt ein Griff ins Klo, aber derbe. Okay, wo auch immer die Zerklinge hin sind. Verschwunden. Na, mach mal extra da Eier raus. Und dann können wir jetzt auch unsere Echse anfangen. Ne, nur extra abgebrochen, um die Echse extra lange zu delayen. Hier noch einen Pylon hin, damit wir da gleich blocken können. Wir werden mal gucken, ob wir hier überhaupt irgendwas erreichen können. Könnten wir das theoretisch verlieren? Ist sogar möglich. Aber na, davon will ich jetzt mal nicht ausgehen. Ups, das sind... Oh shit, sind da Zerklinge. Oh fuck. Ja, wir werden gerusht, glaube ich. Wenn man es so nennen mag. Nope, falsch. Ups. Was ein Wichser. Das wieder zurückkriegen. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin am Zittern, weil ich echt kein Spiel verlieren will. Zum Glück hatte ich da nur genug Energie für einen Recall, sonst hätte ich das Spiel echt an dieser Stelle verloren. Ich denke mal, ich kann das noch aufholen. Boah, ich habe gerade Pulsrasen, meine Fresse. Aber nun ja. Belohnen natürlich. Ich habe ganz schön viele Drohnen verloren, das ärgert mich jetzt auch ein bisschen. Aber nun ja, wir werden gleich einfach, ich denke mal mit viel Geld, weil ich es überrennen. Ich denke schon, dass das genug sein wird, weil er hat ziemlich viele Zerklinge gemacht und das sollte ihn jetzt eigentlich locker das Spiel gekostet haben. Werde ich noch irgendwas Besonderes machen jetzt hier? Irgendwie eine Wall oder sowas? Ne, ich glaube nicht, ich werde einfach Go machen gleich. Falls er genug Zerklinge hat, um das abzuwehren.
dann werde ich einfach recallen. Werde ich. Ach shit. Wir haben nicht genug belohnt. War ja klar, dass irgendwie sowas passiert. Unser Walk-Prison da. Ach shit, wir hätten einfach zu Hause bleiben sollen, glaube ich. Ah fuck, was ein Wichser. Brauchen unbedingt den Immortal. Sonst werden wir hier an dieser Stelle nämlich sterben. Und das wäre mir jetzt nicht so lieb. Na, er ist immer noch auf, ja, mehr oder weniger zwei Basen. Ich werde mal nach einem Spire suchen, weil ich habe einige Drohnen gekillt. Könnte sogar unsere Rettung sein. Vielleicht aber auch nicht. Hydralisken, scheiße. Der perfekte Hardcounter. Stellt er noch Hydras hin. Na, ja, der Typ will Stress. Hat auch noch mein Observer. Irgendwie läuft dieses Spiel alles falsch. Aber wirklich alles. Ich muss mir jetzt eine dritte Basis gleich nehmen, weil meine andere gleich ausläuft. Ach, natürlich ist da Zerkling verbuddelt. Da war ja auch noch ein Zerkling. Den werden wir jetzt töten. Und dann machen wir jetzt noch ein paar Immos zur Verteidigung. Wir müssen ja irgendwas machen. Jetzt wird das hier nichts. Boah, da habe ich Zerklinge gesehen. Oh Gott. Ich hoffe, er hat sein Makro verkackt, aber na, ich glaube, das haben wir verloren. Unglücklicherweise. Obwohl, das geht ja nur eigentlich, das ist ja gar nichts.
Also für das, was wir eigentlich hätte haben sollen, ist das gar nichts. Und das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Das nehmen wir auch wohl mit. Wieso auch nicht? Ach shit, kein Twilight Council. Dann werden wir währenddessen einfach Rüstung anfangen. Ach, der kommt die andere Seite lang, auch interessant. Ja, so mit den Overseas da so rumschwärmt. Jetzt werden jetzt hier mal dran kloppen. Mutterschiffkern bleibt da. Observer geht dahin. Und er verliert nach und nach Zeug. Dann nehme ich schon mal ein Comeback. Machen wir einen Illusionsphönix hier hin. Wieder alles bewacht. Oh Gott, ich brauche Pylons. Okay. Ja, da geht man hier den Watchtower clean. Und es scheint, dass ich doch eine Deathball-Armee zusammenkriege. Der geht mal hier an diesen Watchtower. Der geht dahin. Da unten hat er eine Basis, okay, interessant. Okay, da ist sein Zeug. Heißt, wir müssen uns eigentlich nur hier unten hinstellen. Blinkstock haben wir jetzt auch, das ist auch toll. Okay. Ups, wir müssen unbedingt Observer bauen. Das haben wir jetzt ein Problem. Nehmen wir uns hier die vierte Basis. Ich hoffe mal, da ist jetzt kein Zerkling irgendwie eingebuddelt oder so, sonst habe ich noch ein Problem.
Wo ist mein Warp-Person? Da. Okay. Mutterschiff-Kern geht mit. Und wir werden jetzt einfach mal Go machen. Wir werden ihn jetzt töten. Bastard. Geht mit. Gib mir sowas von auf den Sack. Wenn wir jetzt einfach hier unser ganzes Zeug nehmen und... LOL. Okay. Ach, was ein Comeback, ey. Meine Fresse. Puh. Da waren wir doch ziemlich weit hinten. Nun ja. Schlussendlich haben wir dann doch gewonnen. Und ich glaube, das mit der Aufnahmesession lasse ich sein, weil das war jetzt... intens. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.